unsere zwei Liebesreisenden Rudi Hendling und Lukas Dos auf dem Weg zu Gerhard Klein, bevor sie in der Slowakei auf die Agentur treffen. Lukas ist schon ganz aufgeregt. Was erwartest du dir vom heutigen Tag? Wie gesagt, mal schauen, was in der Slowakei da für Mädels umeinander rennen. Angeblich sind wir einen Tag in der Slowakei. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Was der organisiert hat oder nicht organisiert hat, ich schätze mal, eher nicht organisiert hat. Abenteuer. Du wirst wahrscheinlich auf Aufriss sein. Ja. Ich bin eher schon sapiosexuell. Ich muss eine Frau liegen von der Sympathie her. Ach so. Ich bin nicht so auf Sex aus. Und was ist das so in der Art? Was bedeutet das, Asympathie oder was du gemeint hast? Sapiosexuell bedeutet, dass der Geist auch mitspielen muss, dass man eine Frau wirklich sympathisch finden muss und nicht nur optisch attraktiv. Und ab einem gewissen Alter wird man das einfach, ne? Mhm. Also das heißt, du schaust so Frau fürs Leben, sowas in der Art, ne? Ja, und ich bin auch an Abenteuer nicht abgeneigt, das passiert auch selten einmal. Mhm. Aber da muss ja die Chemie irgendwie stimmen, da muss ja gerade funken für das. Ja, das stimmt. Und sonst interessiert mich das nicht. Das stimmt. Unser Gertschi Klein wartet schon auf die beiden. Obwohl er diesmal selbst den Kontakt mit der Agentur hergestellt hat, ist er wie immer skeptisch. Denn bis jetzt war er oft von der Organisation enttäuscht und die richtige Frau war auch noch nicht dabei. Meine Erwartungen sind, muss ich ehrlich sagen, relativ hoch. Weil ich wahrscheinlich so oft dann immer mehr eine Reise in dem Zusammenhang tätigen werde. Angeblich hat das jetzt eine gescheite Agentur gemacht. Schauen wir mal. Und gleich ist das Trio vereint. Während sich Gerhard und Rudi schon kennen, ist Lukas der Neue und mit Abstand Jüngste im Bunde. Tornado Luki trifft auf Wodka Gertschi. Das wird legendär. Servus. Grüß euch. Da haben wir uns ein bisschen verfahren, wir wissen nicht, wo du da in der Fontanik da wohnst. Du fährst mit uns, oder was? Ja. Was erinnert sich der Junge her an jemand? Ja. Tierpfleger in Schönbrunn. Ist bei der Lama irgendwo, oder? Nein? Kann sein, ja. Ja. Wegen der Frisur bei den Zierern. Ja, na klar. Sie haben auch frisch, also auf die Seiten. Na klar. Das hat schon was. Sie hat es gesagt jetzt, gell? Ja. Weißt du, was das kostet, ne? Viel. Na, viel nicht, zwei Seilen. Ja, es sind eh Nachte. Alles gut. Und sonst, hast du sonst in Österreich nichts noch gefunden, was du beim Kennengelernt oder was? Mit nicht? Österreicherinnen tut sich gar nichts. Da musst du mal eine finden, die sexy ist und die um die 40 herum ist. Jetzt habe ich eine 25-Jährige kennengelernt. Ne? Habe ich die Nummer von einer 25-Jährigen gekriegt. Die ist fesch. Die war optisch sofort mein Beuteschema. Aber sie hat keinen Stringtag angehabt. Ne? Das hat sie gehabt. Das war. Also? Ich habe keine Probleme bis jetzt noch gesehen, außer das Alter. Halt, ne? Nein, ist eh klar. Ja. Und was erwartest du heute, die nächsten Tage? Ein bisschen sprengen, ne? Was? Ein bisschen sprengen, ne? Sprengen? Die Frauen, ne? Springen oder sprengen? Springen und sprengen. So, wie lange, ey? Hab ich nicht so Unrecht gehabt, gell? Das sag ich dir ja. Und hast du schon mehr Erfahrung gehabt mit Frauen aus den Osten? Ja, nein. So richtige, was das so also, haben Sie das verstanden, wer gesagt hat, wegspringen? Springen? Springen, nein, springen, wegspringen. Wegspringen, die Frauen, ja. Was heißt das? Ja, einer und aus, ne? Ach so, weg, ich hab verstanden, ja. Sie wissen die Jugendsprache lernen. Nein, das ist nicht mehr so modern langsam. Ich glaube nicht, dass ich die Jugendsprache lernen sollte oder muss. Ich komme mit meiner auch ganz gut aus. Zurück nach Europa. Hier treffen unsere drei österreichischen Prachtkerle kurz nach der slowakischen Grenze auf den Dolmetscher der Partnervermittlungsagentur. Er wird Gerhard, Rudi und Lukas auf ihrer Reise durch die Slowakei bis nach Rumänien begleiten und ihnen ein paar Frauen vorstellen, die mit ihnen mehrere Tage verbringen werden. Du bist der Dolmetscher. Ja, ich bin der Rudi. Freut mich sehr. Der Lukas. Ich bin der Dolmetscher von der Agentur. Wo ist die Agentur? Und meine Herren, ich heiße Sie willkommen in der Slowakei. Wenn Sie erlauben, ich sage Ihnen, was wir in den nächsten Stunden machen werden. Also, in der Slowakei, im Osten, ist es so üblich, dass ein Mann ist und lässt sich nicht so einfach von Frauen bestimmen. Also, wir haben ein Programm in einen. Zuerst werden wir zwei Mädchen willkommen heißen und dann werden wir einen Erotiksalon besuchen.
dass die Herren ins Entschuldige, ganz gut, ganz gut. Kommen. Entschuldige, das ist ganz nett, was du sagst. Aber ich hab eigentlich nichts von einem Erotiksalon gebucht oder irgendwas. Ich bin überrascht, dass Sie verschrocken sind, weil für einen Mann, der, sagen wir, ledig ist oder frei ist, ein Besuch beim Erotiksalon ist nicht was Unerwartetes oder Ungewöhnliches. Ist das im Osten normal? Ja, genau. Es ist normal. Es ist ein nicht Partner, nur Huren oder was? Nein. Ach so. Es ist ein Erotiksalon. Ach so. Ein du fingelst dich gleich als Leppert, bist du? Alter, weißt du, wenn du einen Sekt darf, magst du nicht den Kork ja. wegschießen. Eine, mitnehmen. Zusperren, die Gulaschrackkanonen. Sicher, musst du befahren, ne? Ja, ist dein Bestes. Ja. Sonst weißt du das. Also, wo gehen wir hin? Jetzt gehen wir weiter. Ja. Jetzt gehen wir zur Grenze und dann machen wir dort einen kurzen Stopp. Ich glaube, in Österreich, wie ich das kenne, ist das Feminismus oder die Emanzipation der Frauen ist zu hoch gestiegen. Also der Mann ist vielleicht nicht so geschätzt oder nicht so respektiert, als seine Rolle vorher war. Also Männersfreiheiten und so weiter. Ich glaube, ich bin nicht richtig einverstanden damit. Man muss ein Mann bleiben und muss seine Willen muss er durchsetzen und seine, was er braucht, das soll er haben. Ich bin leider Gottes wahrscheinlich schon ein bisschen angeschlagen und ein bisschen sehr wählerisch. Kleinigkeiten wählerisch. Also da muss von den Fingernägeln angefangen über die Zähne. Also, und die Zähne, ich meine, ich habe nichts davon, wenn ich heute eine habe, die ist leib und die zieht sie aus und dann liegt die da, wie wenn es Skischuhe hat und brauchst einen Chiropraktiker, dass du einmal die Zähne siehst. Und also die müssen sauber. Da ist vorbei, schön. Da ist der Falter gar nicht, der bricht das Knack, der ist weg, der ist aus. Da brauche ich einen Chiropraktiker. Aber nicht nur unsere liebeshungrigen Österreicher haben Wünsche, was ihre Traumfrau mitbringen sollte. Auch diese drei Frauen träumen von einem bestimmten Typ Mann und versuchen, über die Agentur ihren Partner fürs Leben zu finden. Sonja, Lucia und Nicole haben sich darauf eingelassen, unsere Österreicher kennenzulernen. Das Liebesglück ist also nah. Ich habe noch keinen österreichischen Mann getroffen. Also weiß ich gar nichts über österreichische Männer. Aber ich mag tätowierte Männer, die groß sind. Außerdem finde ich Businessmänner toll und die Männer, die oft ins Fitnesscenter gehen, um gut auszusehen. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen Mann, der weiß, wie man sich einer Frau gegenüber benimmt. Er muss ein Gentleman sein, sorgfältig und aufmerksam. Mein Traummann ist sympathisch, treu und verantwortungsbewusst. Er soll außerdem nicht zu viel wiegen und groß sein. Ansonsten habe ich keine konkreten Vorstellungen. Bis jetzt habe ich noch keinen Mann gefunden, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Männer sich einer Frau gegenüber rau benehmen. Das hat mich abgeschreckt. Ich mag es nicht, wenn ein Mann aggressiv ist oder es mit dem Alkohol übertreibt. Unsere drei liebesreisenden Österreicher sind nach einer vierstündigen Fahrt in der Nähe der Singlefrauen eingetroffen. In einem Lokal an der slowakisch-ungarischen Grenze soll das erste Kennenlernen stattfinden. Doch Rudi und Gerhard haben schlechte Laune. Inzwischen sind sie nämlich nicht nur liebeshungrig. Also, wir werden hier Abendessen, ja, und werden die Frauen kennenlernen. Aha. Ja, also bitte. Zuerst essen und dann die Frauen kennenlernen, ja, oder vor dem Essen? Vor dem Essen, vor dem Super. Sind Sie schon hungrig? Bitte. Ja, Rudi. Ich hab ein Loch im Bauch. Ich bin nicht nur einmal hungrig, ich bin zweimal hungrig. Gerhards große Erwartungen schmelzen dahin und er fällt zurück in alte Muster. Egal welche Agentur die Reisen plant, seinen Ansprüchen wurde noch keine gerecht. Also die Fahrt hierher war sehr interessant. Also wir haben jetzt knapp vor 7 Uhr. Ich habe eigentlich schon mehr erwartet, dass wir irgendwo in einem Hotel sind. Jetzt haben wir da kurz schnell was essen, habe ich gehört.
Ja, schauen wir. Also, nicht sehr entspannt. Viel zu lange, viel zu anstrengend. Nichts zum Trinken, nichts zum Essen. Schlecht organisiert. Grüß Sie, Herr. Servische. Bitte schön. Danke sehr. Dziękuję. Das ist Polnisch. Nein, das Bier kommt hier. Ah, okay. Ja. Also. Prost. Prost, ne? Prost, Herr Rudi. Dankeschön. Bitteschön. Grüß Sie. Prost. Hat mich gefreut, dass du gut gefahren bist und da mich lebendig hergebracht hast. Obwohl man schon manchmal einen Stift ausgedruckt hat beim Überholen. Wir werden gleich essen. Ich habe gerade gehört, die Damen kommen gleich. Okay. Wir werden sie begrüßen und werden wir dann gemeinsam essen, wie es sich auf Gentleman-mäßig gehört. Wir sind aber keine Gentlemen. Wir wollen zuerst essen, gescheit. Das kann man auch wie ein Gentleman machen, oder? Ja, romantisch, oder? Na, aber ja. Auf Amore, Amore, oder wie das heißt. Ja. Der junge Herr vom Durstag hier. Nicht schlecht. Ich bin ja Gentleman, ich warte, bis die Damen kommen. Gell? Ja, jetzt hat es gebraucht. Schauen wir mal nach dem Fünften, ob es da noch so zuerst. Da riecht es aber da draußen aus. Ist in Ordnung. Die Aufnahmeprüfung ist bestanden.